Von wegen, die Eifel hat die Digitalisierung verpasst. Wir zeigen mit Eifel 3 TV ja schon seit Jahren, wie es geht. Und wie es geht, hunderttausende Follower als Eifler-Influencerinnen zu bekommen, das beweisen die beiden Damen hier aus Lammersdorf. Mutter und Tochter, nämlich Natascha und Emily. Hallo ihr beiden. Hallo. Und ihr heißt im TikTok-Programm wie? Migellis Mom. Migellis Mom. Wo kommt das her? Der Name setzt sich aus den Namen von den Kindern von mir zusammen, mhm. Miguel und Emily. Okay, und du bist die Mom. Ich bin die Mom, genau. Und ihr beide seid ein Duo quasi bei TikTok. Ja. Ihr macht Filme. Was macht ihr für Filme? Ja, so verschiedene Sketch manchmal, auch so lustige Sachen, mhm. unterschiedlich. Und wie ist das gekommen, dass ihr sowas macht? Das ist tatsächlich im Urlaub entstanden, in der Türkei. Ich gucke halt gerne TikTok und dann habe ich halt diese Leute gesehen, die das so mit Kindern und Eltern machen. Ja. Und dann habe ich halt Mama gefragt und dann haben wir das halt mal ausprobiert und es wurden immer mehr Follower und Likes. So ist es dann halt entstanden. Ja, und wir wollen jetzt mal ein bisschen erklären oder mal ein bisschen was sehen. Denn die beiden haben einen Clip gemacht, der hat inzwischen über 20 Millionen Zuschauer. Also da würde sich jeder Öffentlich-Rechtliche drüber freuen, über 20 Millionen. Und das kommt aus Lammersdorf. Guckt mal rein. Ja, das war also der Sensationsclip von den beiden. Unglaublich lustig. Also, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, also wir hätten jetzt auch nicht gedacht, dass dieser Clip auch so viele Aufrufe hat. Ja. Und das war wirklich nicht nur deutschlandweit, sondern das war weltweit, auch Richtung China, ganz viele Aufrufe. Mhm. Und das war eigentlich durch Zufall. Wir haben so einen Clip bei TikTok gesehen und dann kam uns die Idee, das könnten wir auch mal machen. Ja. Dann haben wir es gemacht und dass das dann tatsächlich so viele Aufrufe gibt, damit hätte man nie gerechnet. Und ihr habt es ja nicht, sag ich mal, aus der Lameng rausgemacht, sondern da muss man sich ja ein bisschen vorbereiten. Da müsst ihr alles auswendig lernen, ne? Weil was da ist, da war ja ziemlich viel. Ne? Ja, die Texte muss man alle auswendig lernen. Mhm. Manchmal muss man auch manchmal ein bisschen Text dahinter tun, wenn das wirklich so richtig komplizierte Texte sind, aber sonst lernen wir das eigentlich auswendig. Ja. Sind das besondere Texte, die ihr da verwendet? Also habt ihr erst den Text und dann das Video oder habt ihr erst die Idee für ein Video? Wie macht ihr sowas? Erst die Idee fürs Video. Ja, also wir sehen die Videos auch bei TikTok. Mhm. Also wir sind jetzt nicht die Einzigen, die das dann machen. Wir sehen die Idee und dann setzen wir das dann genauso um oder ändern es ein bisschen ab, sodass es dann halt unterhaltsam ist. Ne? Okay, unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Wir gucken uns noch einen zweiten Clip an. Genau. Ich komme nach Hause so, wuhu! Meine Mutter, was hast du geschrieben in Mathe? Ich so, eine 2! Und Ali? Eine 1. Mhm. Und warum du nicht? Ich frag, wie, warum ich nicht? Und zur Antwort nur Mütter, sagt sie, naja, war ja anscheinend möglich. Ey, und da fragst du dich als Kind, wie schafft es diese Frau innerhalb von 5 Sekunden, dir den Tag zu versauen? Und das Geile ist, am nächsten Tag kriege ich eine Bio-Klausur zurück, okay? Eine 3. Komm ich nach Hause, fragt sie mich, was hast du geschrieben im Bio? Ich so, eine 3. Aber bevor du meckerst, Ali hat eine 4. Was sagt meine Mutter? Mich interessiert nicht, was die anderen haben. So, und da sind wir wieder zurück nach dem zweiten Clip. Wie viele Clips hat ihr denn jetzt schon gemacht? Oh, ich habe sie nicht genau gezählt, aber es sind, glaube ich, an die 250. 250? Mehr als 250, ja. Mann, da muss man ja echt Grips haben, um sich das alles auszudenken. Ja. Ne? Wie lange braucht man denn dafür, um sag ich mal, so eine Umsetzung zu machen? Also erst die Idee zu haben, dann den Text zusammenzusuchen, aufzunehmen nachher. Wie lange braucht ihr denn dafür? Es ist unterschiedlich. Kommt darauf an, wie lang oder wie aufwendig halt. Der Text ist also auswendig, genau weiß ich das auch nicht. Ich habe ja am Anfang gesagt, bei der Anmoderation, dass ihr um die über 100.000 Follower habt. Das heißt, ab einer gewissen Anzahl von Followern werden ja Leute darauf aufmerksam, dass es vielleicht Werbung gibt bei euch, ne? Weil da ja viele Leute gucken. Seid ihr auch schon angefragt worden? Ja, wir haben mittlerweile 7 Partnerschaften, die mit uns zusammenarbeiten, wo wir dann praktisch über die Produkte ein Werbevideo drehen sollen. Und wir setzen dann das Produkt in Szene. Und so, dass das dann an die Leute kommt. Ja.
Und bei euch steht dann also jeden Tag die Post vor der Tür mit irgendeinem Überraschungspaket? Ja, ungefähr. Wofür macht ihr Werbung? Also für welche Produkte? Unterschiedlich. Manchmal sind es Spielprodukte, manchmal sind es auch so Zauberkästen, alles unterschiedlich. Mhm. Gibt es denn irgendjemanden, der dann sagt, okay, ihr müsst jetzt ein bestimmtes Thema machen? Also wir haben da eine Idee. Also jetzt mal außerhalb von der Werbung, aber wahrscheinlich bei der Werbung sowieso, ne? Ja, bei der Werbung ist zum Beispiel, wir arbeiten mit Temu zusammen. Mhm. Das ist jetzt momentan ein ganz großer Online-Handel. Mhm. Und die hätten gern ein Unboxing-Video. Das heißt so ein Auspack-Video, ja, wo man die Produkte dann zeigen soll. Ja. Also da gibt es dann schon Vorgaben. Das sind ja eigentlich typische Sachen für YouTube, ne? Ja, YouTube. Ja. Habt ihr auch einen YouTube-Kanal? Nein, noch nicht. Aber das wäre ja eine nächste Sache das dann. Das wäre die nächste Habe ich Sie Sache, auch schon gefragt? Also, ja, bei Instagram, bei TikTok seid ihr schon groß drin. Wie geht's bei den anderen Portalen? Bei Instagram macht ihr das da auch oder nur TikTok? Ja, wir sind auch bei Instagram, aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, also wir konzentrieren uns jetzt mehr auf TikTok. Mhm. Wir haben zwar den Kanal bei Instagram, aber da sind jetzt noch nicht so viele Follower. Mhm. Aber das ist, weil wir uns auch mehr auf TikTok konzentrieren. Ja. Mhm. Jetzt ist ja so eine TikTok-Geschichte, also diese Inhalte, die da gemacht werden, die wechseln ja ständig, ne? Mhm. Also man sieht ja, das ist ja wie eine Mode im Grunde genommen. Ne? Alle paar Monate taucht auf einmal irgendwie was Neues auf. Mhm. Wie beobachtet ihr denn sowas? Sagt ihr, okay, wir müssen jetzt mal was anderes uns überlegen oder macht ihr euer Ding jetzt einfach so weiter? Ja, also es ist unterschiedlich. Wir schauen halt auch so TikTok-Videos durch von anderen Leuten und das gucken wir dann auch guck mal, das können wir nachmachen und dann machen wir das dann halt nach und dann verarbeiten wir das aber auch ein bisschen anders. Ja. Und ihr seht dann natürlich auch, wie viele Leute es geguckt haben, ob das sinnvoll ist. Ne? Also ihr analysiert auch eure Reichweite, wie man das halt so macht bei Social Media. Ja, wie zum Beispiel dieses Putzvideo. Mhm. Das ist eigentlich vor 2 Jahren schon im Trend gewesen. Und das haben wir jetzt nochmal aufgerollt und tatsächlich wurde das dann von uns dann wieder nachgemacht, sodass das jetzt wieder in den Trend kam. Ja. Also es war schon ganz interessant zu sehen. Ja. Ja. Gibt es denn irgendwie eine Zukunftsvision, die ihr habt, wo ihr vielleicht mal andere Ideen noch einbringen wollt? Ihr beiden alleine, vielleicht noch jemand dabei oder so? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Ja, wir haben schon mal von Freundinnen so Gastauftritte, die dann schon mal kommen und sagen, können wir auch mal mitmachen, dann machen wir das gerne. Ich habe auch schon Freunde gefragt, kann ich mal in ein Video rein? Ja, aber sonst, wir schauen einfach, wie die Zeit es hergibt und worauf wir einfach Lust haben. Ja. Wir lassen uns das so ziemlich offen. Okay, ihr seid also keine vollberuflichen Influencerinnen. Nein. Die haben auch ziemlich viel Stress. Ist, glaube ich, kein Traumjob, ne? Ja, also ich sehe ja schon, was für Arbeit das ist, wenn man die Videos zusammenschneiden muss, gerade diese Werbevideos, die wir dann machen. Ja. Und da geht schon sehr viel Zeit drauf und da muss man schon dann Vollzeit auch damit beschäftigt sein. Ja. Man muss das dann auch halt öfters wiederholen. Ja, klar. Ja. Und ihr schneidet auch selbst, ne? Ja. Und das kommt noch dazu. Ja. Also ihr seid die Producer, die Erfinder, die Darstellerinnen, ne? Alles in einem. Alles in einem, ja. Das ist viel Arbeit. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück auch weiterhin, ne? Dass also noch mehr Leute eure Clips sehen. Und natürlich haben wir zum Abschluss noch einen dritten Clip für euch von Miguelis Mom. Bitteschön. Wenn du eine Tochter hast, ja, die ist so 10, 11, 12, alles noch easy, das liebste Mädchen der Welt. So, Mama, ich hab dich lieb. Mama, ich hab dir einen Pony gemalt. Mama, du bist wunderschön. Aber über Nacht wird die 13, dann wacht die morgens auf und sagt, Mama, wer bist du?